Hallo Leute, willkommen zurück bei German Motors and Engineering. Im heutigen Video haben wir ein besonderes Fahrzeug und einen guten Freund von mir mit als Thema. Und zwar ist das Sebastian Bader aus Frankfurt-Oder. Der hat einen Hellcat, und zwar einen Charger Hellcat. Und viele von euch kennen ihn ja. Der verkauft der Breitbauten für die Fahrzeuge und lackiert schon seit 10, 20 Jahren Autos in Perfektion. Und wenn ihr Barders Lackierung mal persönlich kennenlernen wollt und ihn vielleicht noch nicht kennt, dann kommt mal mit. Der hat gerade angerufen, ist gerade von der Autobahn runtergefahren, dürfte jetzt jeden Augenblick hier irgendwo um die Ecke biegen. Bin mal gespannt, ob er das Ding auf Trailer zieht oder ob er herkommt auf Achse. Ah, da hinten ist er schon. Auf Achse. Ist ja zwar Oktober gerade, aber noch ein ziemlich schöner Oktober. So um die 20 Grad sollen sie heute werden. Zu warm für die Jahreszeit, würden unsere Meteorologen sagen. Aber guck an. Ja, komm einfach reingefahren. Vier bis zehn müssen wir uns beeilen, oder? Ja. Ein paar Tagen ist abgelaufen. Hey, grüß dich. Und, gute Fahrt? Ja. Schön. Vier Stau. Naja, das ist eine typische. Bauen wir mal irgendwie rum. Das ist aber nicht mal der Shirokai Breitbau vom letzten Mal, oder? Nee, ist von Lions. Von Lions, okay. Und die Felgen, das ist auch neu alles, oder? Ja, genau. Wahnsinn. Wie groß sind die Dinger? 13,5 21. 13,5 mal 21. Ja, es geht ja auch nur unterzubringen, wenn es wirklich als eine Faustbreit breiter als Original, oder? Ja, naja, wie gesagt, vorher waren das ja, glaube ich, 12 cm pro Seite gewesen. Mhm. Und jetzt sind es hinten, glaube ich, bis 9 cm pro Seite. Wir kennen sie schon wie lange insgesamt? 2004. Seit 2004 rechnen wir, jetzt haben wir 2022. Das sind ja dann bald schon. Bald 20 Jahre. Bald 20 Jahre, Wahnsinn, ne? Krass, naja, siehst du. Aber wenn man am Ball bleibt, dann sieht man sich immer wieder. Genau. Was für ein Ausbau hast du jetzt drunter unter dem Auto? Na, die Originale ab, ja. Also, nee, ab Werk. Also, die wurde schon mal irgendwie modifiziert. Und ja, wie er sagt, ist ein bisschen zu leise. Ja. Also irgendwas modifiziertes Originales. Und jetzt wollen wir ja was tun, was zum einen klangvoll klingt, wenn er offen ist, und dann aber trotzdem im leisen Zustand auch die gesetzlichen Werte erfüllt. Das ist die Aufgabe für heute. Sebastian baut den Aufruf mit uns zusammen ein. Genau. Du willst ja mal lernen, ne? Ja. Morgen machen wir dann die Abnahme dafür und dann kannst du wieder nach Hause fahren. Genau, dann hast du noch ein schönes Oktoberwochenende, was jetzt noch voraus. Bevorsteht mit Feiertag innen dran. Sag mal, was kriegen heute zum Nachmittag zum Fahren? Was du zum Mittag kriegst? Nachmittag zum Fahren. Kannst du meinen Ram haben. Alles klar, na dann mal rein mit dem Teil und lass uns anfangen. Ja, aufbocken war ein bisschen problematisch, hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert, weil nicht, dass der schöne Breitbau zerdrückt wird oder so. Und da musst du erstmal Punkte finden, wo du überhaupt rankommst. Und grausam. Gehört mir noch ein Luftfahrwerk rein in das Auto hier. Dann wäre es wieder einfacher. Aber ja, wir wollen ja jetzt eigentlich ab Motor, also ab Sammler ran, und wollen jetzt nicht nur Catback das Ganze umrüsten, sondern inklusive der Katalysatoren. Also schrauben wir jetzt infolgedessen hier ab, an der Stelle, und ja, nehmen eigentlich den kompletten Auspuff, so wie er ist, runter. Für die Stellen haben wir noch ein paar schöne neue Streben gebaut, die steifer und leichter und auch anmutiger sind als der Originalquark. Außerdem bieten die noch ein bisschen mehr Platz nach unten, weil du hast ja hier jetzt, was sind das, 70er Rohre, und wir fahren halt mit einem größeren Durchmesser, also brauchen wir da mehr Freiheit. Deswegen ersetzen wir die Strebe noch, ersetzen die Strebe und bauen das Ganze weg. Weil das ist irgendwie ein Mix aus, was ist das? Du weißt gar nicht, was es ist, oder? Ich weiß nicht, was das für eine Anlage ist. Irgendwelche Zubehörschalldämpfer gemixt mit dem Rest. Vorne rum ist Serie, hinten rum ist Serie, hier ist irgendwas anderes drin. Also machen wir jetzt einmal Kahlschlag und ersetzen mal alles komplett durch neue Komponenten. Da hinten liegt es schon auf dem Boden. Da haben wir zum einen hier die Katalysatoren, das ist der an die Seite rankommt. Dann haben wir hier Verbindungsrohre von A nach B. Müsst ihr euch immer doppelt oder legst mal mit hin, da können wir uns schon mal schön vorstellen, wie das ausschaut.
Der kommt hier ran. Der kommt da dran. Und coole Endrohre haben wir auch noch. In dem Falle, also man kann ja die Original-Endrohre mitnehmen, weil die Original-Endrohre, die haben so einen Kugelflansch dran. Und dieser Kugelflansch ist ja wie so ein Gelenk. Und die Anlage von uns wird mit einem Schiebestück geliefert, wo man erstmal hier hin und her schieben kann. Die Schiebestücke bringt er gerade an, genau. Damit kann man das Endrohr in der Länge einjustieren und durch den Kugelflansch kann man wie so ein Gelenk den erstens verdrehen und in alle Himmelsrichtungen richtig schön hinten im Endrohrausschnitt einstellen. Und das kann man natürlich nicht nur mit dem Original-Endrohr, sondern auch mit jeglichem anderen Endrohr, was dieselbe gelenkige Verbindung auch hat. Die ganze Anlage ist Edelstahl. Die mag vielleicht im Laufe der Jahre leicht anlaufen und eine gewisse Farbe bekommen. Die wird also nicht immer so komplett hochglänzend silber bleiben, weil durch Erhitzung reagiert das Ganze ja auch mit dem Luftsauerstoff, mit Wasser, was unten ran spritzt und bildet dann auch so eine gewisse Schicht. Aber so eine Edelstahlanlage wird niemals durchrosten, wie ein originaler Auspuff das halt tun kann. Dasselbe gilt auch für die Katz. Wir fahren mit doppelflügigen 3 Zoll Rohren, also mit 76 mm Rohrquerschnitten. Das taugt für über 1000 PS das Ganze. Und wenn ihr euch fragt, warum das Ganze jetzt hier zweiflutig ist und ab hier vierflutig, dann liegt die Antwort darin, dass wir eine laute und eine leise Strecke haben. Der natürliche Weg des Abgases ist ja der hier durch, und im Schalldämpfer drin ist das Ganze genau wie außen auch nur ein Rohr. Das ist ein glattes Rohr, was durch die was den Weg hier nimmt und dann hinten hier auch zum Endrohr geht. Und dieselbe Rohrstrecke, also dass es nur ein glattes Rohr ist, was hier durchgeht, gilt auch für den Endschalldämpfer. Wenn jetzt die Klappe offen ist, nimmt das Rohr auch den Weg und dann ist das Ganze laut. Und wenn die Klappe durch das Steuergerät, was sie steuert, zugeht und den Weg blockiert, dann muss das Gas hier einen anderen Weg nehmen und nimmt hier die ganzen Dämpfer, alles was da drin steckt an dämpfenden Eigenschaften, nimmt es alles mit und geht dann durch das kleinere Rohr hier an der Klappe vorbei, den Weg zum Endschalldämpfer, nimmt auch hier die gedämpfte, den gedämpften Weg mit und bindet sich dort wieder in den Abgasstrang ein und kommt zum selben Endrohr raus. Also wir haben zwei Wege, einen lauten und einen leisen Weg, und das gilt für beide Bänke. Für die rechte Bank und für die linke Bank sind also im Endeffekt so wie zwei komplette Anlagen. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr die Schalldämpfer jetzt mal trennen würdet, dann habt ihr hier eine komplette Anlage von dem Vierzylindermotor theoretisch und dort auch eine komplette Anlage von dem Vierzylindermotor. Also sind zwei Auspuffanlagen, die wir zu einer zusammen kombiniert haben. Bei den Zuführrohren hier gibt es noch verschiedene Klangvarianten. Das ist jetzt die puristischste Klangvariante, wir nennen das Ganze Straight Pipe, weil es halt einfach direkt nach hinten geht und es gibt keine Überschneidung. Damit wird, wenn hier ein Auspuff Impuls kommt, kommt der Impuls auch bei dem Endrohr raus, und der nächste Zylinder ausatmet auf der anderen Bank, kommt das bei dem Endrohr an. Und jeder Gasstoß nimmt auch nur das an Rohrmaterial und an dämpfenden Elementen mit, was auf der jeweiligen Bank nach hinten geht. Hat man jetzt eine Überkreuzung drin, also ein X, dann nimmt der Gasstoß nicht nur die Bank mit, sondern ab dem X nimmt er dann beide mit. Und damit wird der Gasstoß verlangsamt und läuft nur halb so schnell nach hinten und wird dadurch auch leiser, weil er auch alle anderen dämpfenden Elemente und Rohwege mitnimmt, die auf der benachbarten Abgasseite dann mit vorhanden sind. Also hat man hier die klanglich am genauesten klingende Variante und die auch am lautesten ist. Mit einem H drin wird das Ganze ein bisschen entschärft und mit einem X ist das Ganze am leisesten. Viele Leute brauchen auch ein X hier in der Mitte, weil wenn man die Motoren hochzüchtet, wenn man jetzt Katalysatoren reinmacht, die einfach viel mehr Gasfluss ermöglichen und dadurch auch weniger Abgasgegendruck haben und weniger dB schon im Katalysator geschluckt werden, dann braucht man hier einfach ein X drin, um halt die Gesamtlautstärke runterzukriegen auf einen Bereich, wo es auch im Endeffekt Sinn macht und nicht so bescheuert laut klingt, weil es gibt ja irgendwo den Punkt, wo es schön laut ist, und ab einem gewissen Punkt ist es einfach so laut, dass man es selbst nicht mehr schön empfindet und auch der Außenstehende einem nur noch einen Vogel zeigt. Und wir wollen ja hier einen guten Mittelweg finden, dass das Ganze sowohl ansprechend klingt, aber man trotzdem noch positiv wahrgenommen wird mit der Anlage.
Also kümmern wir uns jetzt erstmal darum, dass das alte Zeug alles rauskommt und dann geht der Einbau auch relativ schnell vonstatten. Als letztes kommt noch Elektronik mit rein, das Steuerungsmodul für die Klappen, und da werden wir euch Schritt für Schritt auch mit erklären, wie es angeschlossen wird und warum das so seinen Sinn hat. Während die Jungs noch schrauben, können wir uns mal ein paar Besonderheiten beim Charger angucken. Ja, genau. So ein Charger hat ja eine längere Bodengruppe als ein Challenger. Ihr müsst es mal optisch mal vergleichen. Der Challenger hat einen recht kurzen Radstand und der Charger ist also geschätzt irgendwie 20 cm länger. Hi. Und das findet irgendwo hier an der Stelle statt. Der ganze Vorderwagen ist gleich, der Hinterwagen ist gleich, und an der Stelle stretchen die Bodengruppe bei den beiden Autos. Und die Anlage an sich ist eigentlich die gleiche. Wo wir darauf achten müssen, ist, dass wir einfach die Katalysatoren hier mit den Rohren ein Stückchen länger ausliefern, wenn ihr eine Anlage für den Charger bestellt. Also müsst ihr einfach sagen, ob ihr einen Challenger oder einen Charger habt. Das beeinflusst dann, wie lang wir euch die Cut-Rohre oder halt die Adapter auf die Seriencuts mit beilegen. Und wo man auch gucken muss, welches Baujahr habt ihr, weil die Streben hier, die gibt es in der tiefen Variante und in der etwas flacheren Variante. Und je nachdem, welches Baujahr euer Charger hat, könnt ihr die Strebe dann entsprechend angepasst bekommen für das jeweilige Baujahr. Worauf muss man noch achten? Es gibt die Charger, je nachdem, ach so, und natürlich Motorisierung. Ja, habt ihr den 5.7er, ihr habt die 6.1er, 6.4er und dann den Kompressor, den 6.2er. Die haben alle unterschiedliche Rohrdurchmesser, also sagt uns bei der Bestellung, welchen Rohrdurchmesser oder welche Motorisierung ihr habt, damit ihr da vorne dann die Adapter auf die Seriencuts, falls ihr Seriencuts fahren wollt, im passenden Durchmesser bekommt. Bei den Differentialen gab es mal einen Unterschied, dass die Auspuffaufhängegummis, so wie hier, in der breiten Variante ausgeliefert wurden, bei den Autos, die großen Differentiale drin haben. Oder halt, es gibt auch die schmalere Variante, wo die Gummis näher am Differential dran sind. Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr die breite oder die schmale Aufhängung am Diff braucht, weil dann kommt der Auspuff halt mit einer anderen Position für den Aufhänger, dann schickt uns vielleicht ein Foto. Dann können wir es euch sagen, welche Variante ihr habt und was ihr dann entsprechend bestellen müsst und was wir dann für euch bauen müssen. Bei den Aufhängungspunkten da hinten war es bei den alten Modellen so, dass der Gummi so hing, dass der eine Stahlstift hat so gezeigt und der andere Stahlstift hat in die andere Richtung gezeigt, und der Gummi war so eingehängt, dass die Endschalldämpfer, wenn der sich erwärmt hat und dadurch nach hinten wandert, wie so eine Wippe, also wie so eine Schaukel nach oben gewandert sind. So hat man das früher immer gemacht, also die Gummis quasi so quer eingehängt. Irgendwann ist man auf die schlaue Idee gekommen, es ist ja blöd, weil wenn der Auspuff nach hinten wächst, dann kippt der Dämpfer nach oben und schmilzt hinten hier den Endrohrausschnitt an. Und bei den letzten Modellen, bei den letzten Baujahren, ich weiß nicht genau, wann der Breakpoint war, ab dem die dann das geändert haben, sind Auspuffgummis mit drei Löchern drin, und zwar in Längsrichtung. Das Fahrzeug hat einen Halter, wo die beiden Stifte in Längsrichtung zeigen. Da ist der Auspuffgummi aufgefädelt. Und der Endschalldämpfer hat auch unten drunter einen Stift, der in Längsrichtung zeigt. Und das Coole ist ja, der Auspuff wandert ja nach vorne, nach hinten und nach vorne, je nachdem, ob der heiß oder kalt wird. Weil so ein langes Teil aus Stahl erwärmt sich, also dehnt sich ja beim Erwärmen aus. Und dadurch rutscht er einfach tiefer ins Loch rein und dann wird er wieder aus dem Loch rausgezogen. Aber er wippt nicht nach oben, so wie es bei einer Queraufhängung wäre. Also vielleicht denkt ihr einfach drüber nach, wenn euer Auto diese Queraufhängung haben sollte, dass ihr einfach die Halter oben am Auto neu kauft mit den beiden Stiften, die in die Richtung zeigen, weil man kann das einfach tauschen. Der Aufhängungspunkt, der ist quasi vorhanden, und dann verändert sich die Position des Endrohres zum Endrohrausschnitt nicht, weil er wächst einfach nach hinten und nach vorn. Der ganze Auspuff kann aber nicht mal zur Seite wandern, was er könnte, wenn es quer aufgehängt wäre. Also so haben die es echt cool gelöst. Und ja, das ist also noch ein Detail. Ich denke, das waren alle Unterschiede. Kurz beim Challenger, lang beim Charger, verschiedene Rohrdurchmesser vorn, verschiedene Aufhängungsarten hier bei den Gummis am Differential. Und was haben die Endschalldämpfer hinten für eine Art und Weise der Aufhängung? Schaut es mal nach bei eurem Auto, wenn ihr es bestellen wollt, und sagt uns dann halt Bescheid.
Ansonsten können Serienendrohre zum Einsatz kommen, die diese gelenkige Aufhängung haben, die passt genau hier ran. Oder man bestellt sich halt ein paar andere Endrohre mit. So, jetzt will ich euch auch nicht weiter aufhalten, ihr schraubt zu Ende und dann sind wir fast schon fertig. Komm, wir schauen uns mal von unten an, das Werk ist jetzt vollbracht. Und wie ihr seht, ab hier die beiden Sportcard 76er Rohrstrecken, Edelstahl, alles schön wick geschweißt. Und was auch ein schöner Blickfang ist, finde ich ja, diese coolen Streben hier. Die sind aus dickeren Materialien, machen das Ganze noch steifer und bieten mehr Platz für die größere Rohrführung hier. Und mit einer eingelesenen Logos sieht das Ganze jetzt wie eine schöne Skulptur unterm Auto aus, oder? Die originalen Klappenstellmotoren finden ja auch ihren Platz an genau der Stelle hier, damit die Klappenstellmotoren immer noch ihre Anschläge verspüren und dann die Bordelektronik keinen Fehler wirft. Die neuen Klappenstellmotoren sind hier oben drüber, da wo die Klappe natürlich ist. Und die Elektrik haben wir hinten im Kofferraum neben der Batterie eingebaut. Da haben wir so einen zweiten OBD-Port generiert, damit sich die Steuerung aus dem Onboard-Diagnose-Port die ganzen Signale ziehen kann und entscheiden kann, wann sie auf und zu geht. Aber das gibt es ja im Detail noch in anderen Videos zu sehen, die wir vielleicht mit in die Beschreibung vom Video rein tun können, oder? Mhm. Alles klar. Dann machen wir das. Guck mal hier die Endrohre. Finde ich besonders klasse bei dem Auto. Ist ja bei den Hellcats eigentlich immer Style, dass sie hin diese flachen, diese breiten oder Fio-Endrohre, was auch immer haben. Die Challengers, auch beim Charger, hast du halt hinten hier so einen schönen, normalen, runden Endrohrausschnitt und da haben wir halt in dem Fall die Carbon-Variante hier gewählt. Genau. Finde ich, hast du sehr schön ausgesucht. Die passen perfekt dazu, ja. Passt vielleicht echt gut rein. Man kann es halt hier mit der Kugelschelle in alle Richtungen ausrichten, man kann es verdrehen, man kann es mit der Schelle noch vor und hinterziehen. Also es gibt eigentlich nicht die Chance, dass das Endrohr hinten ekelhaft schräg im Endrohr genau. Hängt. Das ist immer das, was ich hasse, oder? Genau. Wenn so Autos müssen, siehst, sind. Laufen irgendwie nicht synchron, die laufen immer unterschiedlich, die Rohre. Ja, und man will ja immer, dass es symmetrisch ausschaut. Das kriegt man halt hier mit hin. Was ich besonders cool finde bei dem Breitbau, jetzt mal weg vom Auspuff mal kurz. Ich lasse mal ein Stück runter. Da sieht man richtig, dass da jemand mitgedacht hat. Ihr habt ja richtig bei dem Breitbau hinten alles komplett schön weggeschnitten und dann wieder alles schön verkleidet hier. Mhm. Dass das Rad auch nicht nur irgendwie so breiter draußen steht, sondern in den Breitbau noch eintauchen kann. Weil normalerweise ist ja hier ein Stück weiter innen die originale Blechkante, an der sich der Reifen dann aufschlitzen würde. Mhm. Und damit das nicht passiert, muss man die Breitbauten ja viel höher fahren, theoretisch. Genau. Aber du kannst dann mit dem Ding richtig tief fahren, weil das Rad auch nach innen drin Platz hat. Das ist ja, ich werde das gut durchdacht halt, nicht? Also weil die meisten wollen ja E-Luft fahren und da hat der Hersteller das ja so bedacht, dass die praktisch die Autos ja ablegen können. Also theoretisch ist so viel Platz da, dass man die Wagen komplett ablegen kann. Ich finde es echt cool, auch so von der Qualität her. Also die ganzen Spaltmaße, das passt alles schön, ihr habt keine Wellen drin in dem Ganzen, natürlich auch, weil ihr es lackiert habt. Und dass sich diese extra aufgesetzte schwarze Kante hier noch so weiterfindet, das hat alles irgendwie, hat sich jemand drüber gedacht. Das ist halt modernere, nicht? Also nicht mehr das oldschoole Breitbau, sondern halt ein bisschen mit Linien, Konturen, sag ich mal, wo man halt mit der Farbe spielen kann. Nicht? Auch mit der Kante, die da oben so drin ist. Und dass der Rathausausschnitt ja auch nicht so komplett rund ist, sondern hier so ein bisschen eckig und dann hier so schräg geht und dann hinten wieder runter. Das macht irgendwie eine schöne dynamische Seitenflanke von dem Auto. Ja. Finde ich echt cool gelungen. Und sitzen die Rathausausschnitte vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter oben? Sein, dass das, also mir sieht so aus von der Seite, dass die Rathauskante insgesamt noch so ein Fingerbreit oder zwei weiter oben sitzt, sodass du den ja im Endeffekt ja noch tiefer runterlassen kannst. Also man kann noch viel mehr ausschneiden, also man kann ihn wirklich noch extrem tiefer fahren. Aber ich meine, das ist nicht die innere Kante, sondern die äußere Kante sitzt ja optisch gesehen ein Stück weiter oben wie die Serienkante, sodass du dann nach oben hin mehr Platz hast und das bietet. Also wie gesagt, man hat viele Möglichkeiten noch. Und das Lenken ist auch immer irgendwie tricky, weil wenn du so einen Breitbau hast, dann steht das Rad ja wieder außen. Aber die Gelenkpunkte hier oben, so dieses Tragegelenk da oben und das Tragegelenk da unten, die bleiben dann da, wo sie sind. Und wenn das Rad weiter rauskommt, dann schwenkt das ja so nach vorne und schwenkt nach hinten. Wer schon mal Go-Kart gefahren ist, siehst du ja, wie die Go-Kart-Räder drehen nicht auf der Stelle, sondern die tun ja so nach vorne und hinten ausschwenken. Das ist ja bei den Autos, wenn das Rad weiter rauskommt, ist es ja genau auch das Problem. Und das macht es ja auch schwierig, dass du dann beim Lenken nicht vorne und hinten schleifst. Da ist ja halt, wie er sagt, der Dodge einfach ein Vorreiter mit den großen Radhäusern. Bei Mustang ist es schon wieder enger und da muss man halt viel freischneiden. Mhm. Was beim Charger halt oder beim Challenger halt der Glück ist, dass die Radhäuser extrem groß sind. Okay.
Ja, nee, man sieht doch keine Schleifspuren, also das scheint alles echt gut zu funktionieren. Aber an der Stelle interessiert uns das natürlich, wie es unten aussieht, das Auto, und wie es so eine klingt, oder? Ich lasse mal runter und dann darfst du es anlachen. Und wir hören mal Probe. So, du darfst ihn zünden, wir gehen nach hinten. Achtung, jetzt zünden wir. Und los. Kaltstart ist natürlich alles noch ein bisschen, man soll der Auto nicht so hoch drehen, deswegen lassen wir den erstmal jetzt warm laufen, bocken den mal ab und dann fahren wir draußen mal noch ein paar Soundaufnahmen machen, oder? Mhm. Cool. Hätten wir also geschafft, wir wären jetzt fertig mit dem Ganzen. Ich hoffe, Sie sind auch zufrieden, oder? Ja, mit den Klammern super zufrieden. Werden wir gleich auf der Autobahn testen, wa? Das Coole ist ja der krasse Laut-Leise-Unterschied, oder? Ja. Also ich finde es aber schön, wenn du laut-leise, wenn es wirklich ein großer Unterschied ist, weil dann hast du ja nicht so einen Kompromiss, sondern du kannst kompromisslos komplett inkognito leise fahren und willst auch mal nach Hause kommen, ohne dass du welche Nachbarn aufregst. Genau. Oder so. Also ich finde es schon perfekt. Also wie leise der ist, wenn die Klappen zu sind, aber wenn man den Spaß haben möchte und die Klappen sind offen, ist es echt brutal, ja. Sound. Offroad quasi, da wo man es darf. Genau, auf der Autobahn. Nee, ja, oder? Genau, auf der Autobahn darf man ja auch, weil wenn es schnell genug ist, dann ist es ja nicht in dem Bereich drin, wo der Gesetzgeber das Ganze definiert. Na, erstmal muss halt die Polizei hinterherkommen, oder? Das stimmt. Wie viel ist der gute? 710 PS, oder? 717 haben sie. 717. Wir arbeiten da gerade dran. Das Motorsteuergerät bauen wir jetzt zum Schluss noch schnell raus. Machen das Motorsteuergerät ist programmierbar mit HP-Tuners. Da können wir dann später, also nicht später, wir können jetzt gleich noch ein bisschen Seriensoftware optimieren, mehr Zündwinkel, bessere Gemischbildung, Drehzahl ein bisschen anheben, die Schaltpunkte optimieren, allen drum und dran. Das geht da alles so mit den programmierbaren Steuergeräten ab Werk sogar schon, wenn man die passenden Tools hat. Und der nächste Schritt bei deinem Auto ist ja jetzt dann vielleicht noch so ein größerer Luftpumpe. Größer Kompressor, ja. Genau, größere Pumpe oben drauf, weil wo mehr Luft, da mehr Sprit, da mehr Leistung. Aber das wird nächstes Video. Genau. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns wieder mal gesehen haben, mein Freund. Gute Heimfahrt. Danke. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auch an euch. Tschüss. Ciao.